Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde das jetzt in den nächsten Stories beantworten mit 100% Real Talk. Also, es wird ein bisschen ehrenlos. Ja, nächste Story. Warum halte ich das allen so in die Fresse mit dem Erfolg? Also, ich kann euch das ganz klipp und klar sagen. Ihr wisst doch noch, wo ich alle meine Bilder gelöscht habe und das Cover gepostet habe von Boss Bitch. Und die meisten meinten, hä, haha, also die Hater, was soll das? Warum macht die ein Album? Das wird doch eh nix. Hör mal auf mit der Scheiße. Denkst du ernsthaft, du wirst erfolgreich mit einem Album? Lächerlich, bla bla bla. Okay, die Boss Bitch hat drauf geschissen, die Boss Bitch hat weitergemacht, hat die krassesten Inhalte geliefert und dann ging's ab. Direkt beim Posten von der Box Bestseller 1, Monate Bestseller 1. Direkt so schnell ausverkauft, was die meisten Künstler nicht mal schaffen. Box komplett ausverkauft. Krasse Videos, krasse Streams, 100.000 Euro für Sugar Daddy. Einfach überkrasse Erfolge so. Und dann ist das Krasse passiert. Wir sind auf 1 gegangen, auf Platz 1. Es gibt niemanden drüber, über allen. Es kam Eminem in unserer Woche. Eminem. Und was hat die Boss mit. Und stellt euch mal vor, ihr gebt euch Mühe ohne Ende, ihr macht und das ist euer Traum und Leute sagen, nein, du kannst das nicht und lachen und du denkst, egal, ich mach trotzdem, ich mach trotzdem. Und dann platzt die Bombe, Alter, und du bist durchgehend auf 1, beziehungsweise ich sag nicht mal, ich bin erfolgreich, weil ich bin unnormal dankbar und ich weiß, wer ihr seid und ihr seid mein Leben, Alter. Und ich sag auch deswegen, wir sind erfolgreich und deswegen danke ich euch auch jeden Tag, weil wir haben die alle den allen ihren Mund gestopft. Wir haben die Anal genommen und den Mund dazu noch gestopft, Alter. Und die haben alle gesagt, hey, ein Album, haha, was denkt die? Ja, Bitch. Platz 1 vor Eminem, Bitch. Haha. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach, ich will euch zeigen, dass ihr es schaffen könnt. Ich will euch zeigen. Und das ist das Ding. Keiner hat daran geglaubt. Keiner hat daran geglaubt. Und jetzt habe ich ein krasseres Projekt, eine krassere Box und die erste Single wird krasser und ich könnte heulen. Das ist so ehrenlos und dreckig und das wird so geil und Digga. Und dann poste ich dieses Cover und ich habe mir was getraut. Ich habe mir Haare gemacht. Ich habe mir was einfallen lassen. Ich sehe on fleek aus. Ich bin auf einem anderen motherfucking Level. Und auf einmal, ich poste keinen Inhalt. Und wir haben mehr Boxen weggemacht als Rapper mit ihrem ganzen Boxinhalten, mit übelsten Monaten Promophase, mit einem fucking Bild. Und das ist in die Fresse von den ganzen Fotzen, die gelacht haben. Und genau deswegen danke ich euch jeden Tag und genau deswegen sage ich das auch jeden Tag, weil das müssten die Hater. Weil das müssen die Hater in ihrem Arsch spüren, dass wir da tief drin sind und nicht mehr rausgehen. So, tut uns leid, blutet ein bisschen, tut weh. Ihr wolltet es aber so, ihr habt nicht geglaubt, dass das so weh tut, Anal zu haben. Aber es tut weh. Und deswegen, ich bin euch dankbar, Alter, wir haben mit der Box gesprengt, glaubt mir. Ey, Boss Bitch war schon die totale Sprengung, so. Die Leute haben keine Luft mehr bekommen, so, weil die gekotzt haben. Und jetzt wisst ihr, was wir jetzt gerade machen. Wir ficken gerade einfach noch besser. Wir sind gerade noch härter und tun denen noch mehr weh, so. Und das liebe ich und ich liebe euch und ich bin unnormal dankbar und ich freue mich, weil ihr kriegt das alles jetzt zurück, weil die Box ist so unglaublich krass und ich liebe euch, Mann.